Hallo Freunde, grüß euch. So, gegen Joachim 39. Okay, da muss ich mal gucken. Ich habe Weiß. Da müssen wir das Weißboard einblenden. Ah, guck mal, dieses D4, C5. Wunderbar. Hatten wir noch nicht. Haben wir so eine seltene Variante. Ihr seht, ich habe sowohl bei Weiß als auch bei Schwarz schon so ein bisschen ergänzt, aufgrund eurer Anfragen quasi. Englisch mit ersten C4 werde ich auch noch eine Partie reinspielen. Hatte Mario noch vorgeschlagen, kommt noch. Und genau, deswegen ergänzt sich so nach und nach. Ne? So, was ist hier los? Hier ist dieses C5, E5. Okay, so eine Art tschechisches Benoni, aber ich habe eben diesen Bauern noch nicht nach C4 gestellt. Das hat den Grund, dass irgendwann im Zweifelsfalle hier dieser Springer vielleicht mal über F3, D2 oder überhaupt irgendwelche Figuren das Feld C4 benutzen wollen. Jetzt hat er hier so früh mit F5 und Läufer F5 gespielt. Jetzt ist es meine Strategie eigentlich, diesen Läufer hier irgendwie zu tauschen, damit das Feld E6 schwach wird. Dann kann ich optional auch diesen Springer irgendwie nach E6 reinstellen. Da habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht bis jetzt. Das probieren wir mal. So. Hier das Schach bringt noch nichts, kommt damit D7. Also machen wir Entwicklungszüge. Ja? Ich drohe ja nach G5 oder über D2 nach C4 zu gehen. Den Zug kann man hier wahrscheinlich machen. E4 ist keine Drohung. Also raus mit den Puppen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe so, naja, so ein. Das Gefühl, dass ich gerade mit diesen 15 plus 5, aber dass ich so insgesamt schneller spiele, etwas weniger in Zeitnot komme, ne, von einzelnen Ausnahmen mal abgesehen. Aber ich glaube, dass diese Praxis macht sich schon so langsam, aber sicher bemerkbar. So. Jetzt wäre A4 so ein Schema Standardzug, ja, damit ich hier dieses B5 verhindere. Kann er denn dann mit H6 auch noch mein Springerfeld wegnehmen? Ah, ich glaube nicht, dann hat er hier ein Loch auf E6, gebe ich ins Schach. Geht der König weg. Und der Springer vielleicht hier hin. Ja, aber ich glaube, ich kriege keine weiteren Figuren so richtig zum Angriff. Also ich glaube, das sieht schöner aus, als es ist. Deswegen würde ich jetzt hier eher Springer G5 bevorzugen, B5 zulassen, aber dafür natürlich dieses Monster hier reinparken. Und wenn die Dame dann weggezogen ist, wie auch immer, dann kann ich immer noch A4 diese Kette angreifen. Und auf B4 spiele ich diesen Springer von C3 über D1 nach E3 und dann habe ich auch die Option, die Felder F5 oder C4 anzustreben. Ja, von den normalen Zügen wie Rochade und F4 mal abgesehen, um die Stellung zu öffnen. Ja, ich glaube, das sieht sehr, sehr. Das machen wir. Komm. Rein da. Das Feld, das lockt zu sehr. Und wenn die Dame irgendwann hier steht und Kontakt zu diesem Springer hat, oh, okay, wollte gerade sagen, dann gibt es zwar immer noch die taktischen Tricks mit Springer D5, ja, und dass dann hier die
der E6 mal weg ist. Aber ich kann ja hier mit der Dame immer schlagen. Oder im Zweifelsfall mit dem anderen Springer dann diese Gabel hier machen und so. Ne? Also die taktischen Tricks, die gibt's, aber hier sehe ich sie noch nicht so richtig. Ja. Einer. So, jetzt kann ich ja immer noch überlegen, ob ich mit A4, A5 irgendwas mache. Aber ich denke, mein Hauptplan wäre im Augenblick jetzt erstmal schnell rochieren, grundsätzlich. Und dann mal gucken, ob, also dass ich die Türme mal irgendwie verbinde, ja, den Läufer irgendwo raus, wohin weiß ich noch nicht. So, jetzt würde ich hier A4, A5 mit Tempo hinbekommen. Sagen wir mal, ich spiele A4, er spielt nur als Beispiel G6, A5. Wenn dann Dame B4, Turm A4, die Dame ist schon wieder massiv in Gefahr, ne? Er kann höchstens versuchen mit C4 hier irgendwas, aber... Oder das Feld C5, ja, gut, dann opfert er einen Bauern, um diesen Springer loszuwerden, aber Bauer ist Bauer, ne? Ja, ich glaube A4 ist zumindest eine Option hier, oder? Den können wir erstmal einschieben. Turm C8, A5. Und dann Dame B4, Turm A4, C4 und Dame D2. Ne, Dame. Ah. Da überlege ich mir noch, wo die Dame hingeht, aber ist egal, wo sie hingeht. Das Feld C5 ist ja auch noch belegt. Die Dame wäre trotzdem weg. Hm? Ja, ich glaube, so einen Plan können wir hier erstmal anstreben. Mein A5 ist ja keine Option, ja, dann ist das Feld B5 ja auch noch. Komme ich da rein mit dem anderen Springer und so, ja. So, jetzt noch A5. Ja, und, oh, okay. Dann gucken wir mal den. So, und jetzt muss ich mir nur überlegen, wo ich gehe ich mit der Dame hin, wenn er C4 spielt. So. Ich hätte verschiedene Optionen. Die Dame ist de facto weg. Ja, gefangen. Er kann sich natürlich hier für den Turm opfern, damit der Springer abgelenkt und dann ist eventuell dieser Bauer weg. Okay, das mag sein. Gehe ich nach F3, hatte noch weitere E4 Ablenkungsmanöver. Und gehe ich nach D1, halte ich den im Auge. Nichts passiert. Einfach Dame mehr. Ne? Glaub schon. Oh Gott. Ja. So. Den können wir mal pre-moven, falls er schlägt. Ansonsten ist die Eröffnung gut gelaufen. So, durch dieses Primoven habe ich ihm angezeigt, ich kann es auch, wenn ich will. Vielleicht demotiviert das schon mal zum Weiterspielen. Ja, das ist ganz oft so. Super. Okay, ja, das war ja ein schönes Beispiel für D4, C5.
Aber wir gucken uns das nochmal ein bisschen intensiver an, falls er natürlich nicht die Dame einstellt und wie sie Schwarz sonst aufbauen kann noch. Wir gehen ins Analysebrett. Analyse-Szene ist an, jawohl. Dann gehen wir nach vorne und schalten die Engine dabei. Jawohl, funktioniert immer. So. Ja, diesen Aufbau gibt es natürlich. Wie gesagt, ist, weiß gar nicht, irgendwie Alt-Benoni. Ja, Alt-Benoni war es, genau. Man kann hier auch versuchen, erst Springer F6 zu spielen, um dann, wenn C4 zu, und dann E5, upsala, E5, E6 wäre normales Benoni, hier E5 zu spielen. Jetzt hätten wir so ein tschechisches Benoni, weil ich eben dieses Feld hier schon mit dem Bauern belegt habe. Dann sieht es natürlich etwas anders aus. Ne? Aber ist eine andere Öffnung, von daher. Okay, gucken wir uns mal dieses Alt-Benoni an. Zack, zack. Ja, C3. Ja, ihr seht auch, die Engine mag die Öffnung für Weiß. Aber gut, das heißt noch nichts. F5 ist sehr früh. Genau, hier wollen wir nochmal gucken. Es gibt natürlich noch grundsätzlich andere Ideen. Eine der Hauptideen ist es, schau mal, diese Bauern stehen alle auf Schwarz. Und das bedeutet, dieser Läufer auf E7 ist nicht gut. Und jetzt ist es eine Idee, diesen Läufer zum Beispiel über E7 nach G5 gegen den C1 hier zu tauschen. Wenn man das hinkriegt, ist man schon mal einen großen Schritt weiter. Wir gucken uns mal an, wie das aussehen könnte, wenn jetzt zum Beispiel Läufer E7 käme. Und Weiß denkt sich, ja, ich will Springer F3, um G5 zu verhindern. Ja, dann kommt Läufer G4, dann fesselt man den. Entfesseln, rausnehmen, rausnehmen und dann Läufer G5. Jetzt hat man strategisch schon einiges erreicht. Der Vorteil von Weiß ist etwas geringer geworden, laut Engine. Okay. Aber grundsätzlich habe ich eben keinen schlechten Läufer mehr. Und in diesen geschlossenen Strukturen, ja, hier, sind die Springer natürlich auch einiges wert. Von daher kann man dann immer noch langfristig überlegen, ob man hier am Damenflügel spielen möchte, ob man vielleicht irgendwann am Königsflügel spielen möchte. Also hat man so verschiedene Ideen. Dass die Engine das mit plus 1 bewertet, lassen wir mal so hingestellt, ja? Das kann ich nicht beeinflussen, aber das wäre eine grundsätzliche Strategie für Schwarz in dieser Öffnung. Deswegen auf dieses Läufer E7, lass mal überlegen, wie spiele ich das denn da immer? Ach ja. Früher habe ich hier immer B3 gespielt. Gibt es den auch noch? Ja, gibt es hier gar nicht. Die Idee ist, hier auf dieses Läufer G5 einfach diesen Abtausch zu vermeiden. Jetzt steht es irgendwie als Beispiel so. Und auf A6 spielen wir immer A4 und. So. Und jetzt ist es halt grundsätzlich einer der Pläne, diesen Läufer auf G5 vielleicht mal wieder zu vertreiben oder so. Hier habe ich früher immer G3 gespielt. Mit der Idee, wenn jetzt hier sowas kommt, dann irgendwie H4 zu spielen. Und jetzt im Zweifelsfall mit G4, G5 diesen Läufer einzusperren. Ja, und wenn der jetzt hier raus muss, dann habe ich halt große Chancen, den abzutauschen. Und dass mein Läufer dann auf welcher Diagonale auch immer, natürlich keinen Gegenspieler mehr hat. Das war früher so meine Herangehensweise. Wird gar nicht mehr so oft gespielt, sehe ich hier in der Datenbank, aber die Engine sagt, ist okay. Ja, wahrscheinlich gibt es noch bessere Varianten. Ich wollte es nur mal eben demonstrieren, weil da bin ich natürlich theoretisch auch nicht, überhaupt gar nicht mehr auf dem Damm, ne? Was man da hier so spielt, wenn Weiß B3 spielt. Mal gucken. Springer E7 gibt es. Gucken wir uns den mal eben an. Ja, kam erst einmal vor, da wurde jetzt auch A4 gespielt. Aber auch hier ist schon G4 schon ein weißer Vorteil. Ja, dann hat sich da ja gegen die Strategie nichts geändert. Können wir behalten. alles klar, dann gehen wir wieder zurück in unsere Partie, wo F5 kam. Hier
Ah, hier gibt es noch eine andere Variante. Ja, sehr gut. Okay. Und zwar will der Computer und alle Meister spielen hier diesen Zug Läufer B5. Warum? Der macht absolut Sinn. Die Idee ist natürlich, Schwarz will im Regelfall nicht mit dem König herumwandern. Also wird er hier irgendwie das Schach abwehren müssen mit einer der beiden Figuren. Macht er das mit dem Läufer, kann ich den nehmen, weil der jetzt gefesselt ist. Aber grundsätzlich, diesen Läufer, den tausche ich. Und damit schwäche ich das Feld E6. Ja? Ich kriege hier entweder meinen Springer dahin oder den anderen wieder hier rein, ja, und so weiter, so ähnlich wie wir es eben hatten, dass dieser weiße Läufer getauscht ist, so ähnlich wie ich es hier eben gemacht hatte. Wahrscheinlich ist dieses Läufer B5 noch etwas genauer, weil auf meinem Läufer D3 hat er noch verschiedene andere Optionen. Gucken wir gleich mal hin. Und dieses Springer D7 macht natürlich auch nicht so viel Sinn. Ja, ist hier auch so ein Bauer erstmal weg. Weiß ich auch nicht, ob man den zwingend zurückkriegt. Ja, und Dame H5 geht dann hier auch noch. Oh je, oh je. Ja, das geht überhaupt nicht. Ja, Läufer B5 muss ich mir merken. Der ist noch besser. Okay, das ist ein theoretisches Update für mich. Wunderbar. Ich nehme hier raus und spiele Läufer D3. Ja, hier hat er natürlich die Optionen, vielleicht mal irgendwie Dame, weiß nicht, C8 oder G6 oder Springer E7. Ja, einfach meine Entwicklung hier nicht zu beschleunigen, in Anführungsstrichen. Vielleicht kann er dann vielleicht dem Tausch noch ausweichen. Ist trotzdem alles gut für, oh Gott, plus 4. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Was die Engines so alles sehen. Was passiert denn hier? Ah, sind der. Und auf H6 habe ich natürlich hier hässliche weißfällige Löcher, ist klar. Und wenn ich den spiele. Also sagen wir mal, ich mache mal einen menschlichen Zug, den. Um den zu spielen. Die Engine nimmt den eiskalt, ja, unglaublich. Und auf den dann den. Und dann den ist der Turm schon fast weg. Eieiei. Okay. Deswegen sagt die Engine 10 Züge vorher schon plus 4 an. Ja, geil. Ja, schön. Okay. Nach unserem Tausch bin ich aber auch zufrieden, weil ich, wie gesagt, hier jede Menge schöne Felder habe auf den weißen Feldern, mit denen wir spielen können. Ah, guck mal, hier will. Ja, die Engine. Ah, guck mal, den habe ich ja sogar gemacht. Sofort springe die 5 da rein. Zack, zack, wunderbar. Dann B6. Ja. Ah, A4 ist auch überlegt. Ah, guck mal jetzt. A4, guter Zug auf jeden Fall. Turm C8, A5, guter Zug. Ja, die Dame muss jetzt natürlich nach A7. Ne? Bleibt die Frage, will ich jetzt den verhindern, damit er mit dem Springer da nicht hinkommt? Oder will ich die Gelegenheit nutzen, jetzt zum Beispiel mich einfach mal weiterzuentwickeln? Ne? Computer sagt Läufer G5. Um auf den hier Dame H3 zu spielen. Das macht irgendwie Sinn, auf den weißen Feldern zu bleiben. Damit, falls Springer C5 kommt, ja, dass der Turm mal umgedeckt ist und in irgendwelchen Formen und Farben gleich Springer F8 oder wie auch immer kommen kann und die Figur schon weg ist. Ja. Ja, der Aufbau sieht auch gut aus. Jetzt habe ich nur in Anführungsstrichen plus 9. Plus 7, ja, und nicht die Dame weg. Aber immerhin, ja, also dieser Springer hier ist natürlich. Du kannst dich ja auch mit Schwarz überhaupt nicht entwickeln. Ja. Zieht der Läufer hier raus, hängt schon der G7, ja, geht der Springer wieder zurück, schon Bauern mehr, plus weiteren Angriff hier. G6 kannst du auch nicht spielen, weil dann hier auf F6 getauscht wird und dann der C8 hier wieder hängt. Ja. Du kriegst dich einfach überhaupt nicht entwickelt. Das ist eine Vollkatastrophe. Also ziehen wir mal den Turm weg. Aber wohin? Auf der Ziellinie habe ich kein Feld. Ich höre zurück. Super. Eieiei. Schön die Dame ins Eck stellen. Ja, da macht Spaß. Ja. Und dann Rochade und dann irgendwann hier gleich mit F4. Jawohl, alles öffnen. Ja. Um Gottes Willen. Ja, ich glaube, die Stellung. Ich glaube, wir haben materiell haben wir plus 0, ne? Oder?
Also Ausgleich, aber die Engine sagt plus 9. Hey. Also ich glaube, das wäre eine gute Stellung, um sie mal gegen irgendwie einen etwas stärkeren Partner zu trainieren, um auf Aktivität und Figurenspiel und so, ja, auf dynamische Chancen und so weiter. Achso, Moment, ich habe ja hier schon die Gabel. Was hat denn? Moment, die Engine kann die Gabel gar nicht abwehren. Oh, witzig. Die Engine will den gar nicht spielen. Ist schon zu wenig, ey. Geil. Ja, komm mal. Ja, auf jeden Fall, ja. So, das sind so die Werdegänge von diesem Alt-Benoni. Merkt euch, dieses Feld freilassen für die eigenen Figuren. Alles klar, Freunde. Dann machen wir da einen Haken dran und ich sage bis zum nächsten Mal.